Ich bin auch bei der Stadt. Auch. Ich freue mich sehr, dass ihr der Einladung heute insgesamt gefolgt seid, weil das heute mal ein ganz spannendes Thema ist, ein bisschen eine außergewöhnliche Veranstaltung war. Die Ideen hatten wir. Ich darf uns kurz vorstellen, der große und mittlerweile auch in Deutschland sich immer mehr bekannt machende Name ist Ibn Brechbühl. Wir sind seit 92 Jahren als Architekten, also nicht ich persönlich, ganz alt bin ich, und Generalplaner, und das Ganze hängt in einem großen Organigramm jetzt hier mal an der Wand. Sie sehen oben drüber die Partner, die Eigentümer sind von der Parkbeteiligungs AG, und die Parkbeteiligungs AG hat als einen Arm Park AG und die Park Real Estate AG. Und Sie sehen, der Herr Locher steht als Verwaltungsrat bei der Park Real Estate AG und ich bin dort Managing Director. Auf der rechten Seite sind jetzt einfach nur assoziierte Partner bzw. Assoziierte. Und unten drunter sehen Sie, wer da dann alles dazugehört. Das ist also zum einen Ibn Brechbühl, die Phoenicia, die Ibn Brechbühl International, die Park GmbH und so weiter. Und ganz rechts, was da noch alles so mit dranhängt an weiteren Gruppierungen. Es hat zum Teil gesellschaftsrechtliche Gründe, zum Teil steuerrechtliche Gründe und natürlich auch versicherungsrechtliche Gründe, dass man so etwas so aufteilt. Und da ist man natürlich in der Schweiz mindestens so vorsichtig wie in Deutschland, dass man hier das gut aufstellt. Wir werden für das, was wir hier in Frankfurt vorhaben, eine eigene Projekt GmbH gründen. Das war von Anfang an erklärt, schon im ersten Angebot im Mai letzten Jahres. Ich will jetzt aus dem hier raus relativ schnell durchgehen. Schweiz im Moment zu Hause, aber weltweit aktiv mittlerweile. Ich selber habe ein Projekt in Beirut zum Beispiel. Also wir schwappen schon überall raus. Wir haben jetzt einen großen städtebaulichen Entwurf für Montreal gemacht. Unsere Sache, und da will ich jetzt einmal noch drauf besonders eingehen, unsere Lösungen sind maßgeschneidert. Wir haben nichts davon, irgendwas von der Stange zu bringen. Ich hoffe, dass ich das heute Abend auch rüberbringen kann. Wir sind als Mensch dahinter, das ist ganz wichtig. Herkunft hat Zukunft, das ist jetzt einfach noch, das sind jetzt einfach Gebäude aus dieser ganzen Zeit, Flughäfen, Krankenhäuser. Sie sehen, 2700 Projekte, das ist eine ganze Menge. Entwurf, Planer, Projektmanagement, Bautreuhand, Baumanager natürlich auch. Wir stehen da mit unseren ganzen Mitarbeitern und Partnern hinter. 100 Projekte pro Jahr muss man stemmen. Das sind keine Garagenanbauten. Und wir wollen uns selber begeistern und natürlich auch die, für die wir arbeiten. Kreativität, Umsetzungsstärke, wir kennen unser Metier. Schon allein daraus sehen Sie, dass wir 34.000 Quadratmeter gedruckte Pläne pro Jahr haben. 1,4 Millionen Schweizer Franken Baukosten pro Tag. 30 Millionen pro Monat. Oder, naja, das stimmt jetzt auch nicht mehr, ne? Das sind jetzt also bereits 30 Millionen Euro. Da habe ich die Zeit überholt. Ich persönlich will so kurz vor Torschluss auch meine Integrität nicht verlieren. Und im Wesentlichen geht es uns um Menschen, um das, was wir bauen. Das ist der zwischenmenschliche Raum. Wir haben allein bei Ibn Brechbühl 300 Mitarbeiter aus 17 Nationen. Und das ist also eine Riesenmenge, die man auch von dem her handeln muss.
interdisziplinäre Projektteams. Das ist ganz klar, dass wir auch an den Köpfen an Leute brauchen, die das umsetzen können. Und wir freuen uns, Ihr Projekt hier in Frankfurt, Ihr Frankfurt mitprägen zu dürfen. Gliederung im Wesentlichen, Aufgabenstellung, städtebauliche Konzepte, die Vorläufer der Planung 1 zu 1000, 1 zu 200, das war so gefordert. Flächen und Kosten, ich werde Sie mit diesen Sachen nicht wirklich langweilen. Stadteigene Firmen und Institute und Empfehlungen von begleitenden Maßnahmen. Sie kennen alle das Areal, wir haben auch vorhin schon noch kurz drüber gesprochen. Da steht noch was drauf und wir müssen schauen, wie wir es hinkriegen, aber ich glaube, da kann man aufeinander zugehen. Kann ich über den Stadtraum, gestatten Sie mir dieses kleine Wortspiel. Es bringt uns nichts, wenn wir irgendwo etwas Halbfertiges als Torso in die Landschaft stellen. Architektur ist nicht irgendwo eine Fassade. Architektur ist, ich habe schon mal gesagt, das, was den Mensch prägt, den zwischenmenschlichen Raum bauen wir. Wir wollen also zwar Geld verdienen, das ist ganz klar, aber wir würden uns einen Bärendienst tun, wenn wir im Laufe der Zeit den Namen verlieren. Was ist lebenswerte Innenstadt? Das sind alles für uns Themen, die ganz wichtig sind. Und wir haben diese Checklisten immer wieder durchgearbeitet, um zu sehen, was passiert. Das ist links ein Masterplan, wie die Stadt in Zusammenarbeit mit Herrn Brun erarbeitet hat. Und rechts eigentlich unser Konzept, wie wir das sehen. Sie sehen diese große grüne Spange des Linneparks. Wir sind hier ja direkt neben dem schwarzen Böppel oben. Und das hier ist so ein bisschen im Moment Niemandsland. Und es muss eigentlich Ziel sein, von den Lennepassagen und dem Oderturm zwei Achsen nach Norden zu entwickeln. Einerseits eine Fußgängerachse und andererseits eine befahrbare Achse, nämlich die Magistrale. Und hier in einer anständigen Art und Weise über die Schlubitzer Straße drüber kommen, um dann irgendwann einmal auch diesen nördlichen Teil und alles das, was sich nach Norden anschließt, bis zur Marina, um das irgendwie an die Stadt anzubinden, dass die Stadt lebt. Wenn Sie, da habe ich noch das alte Teil drin, also das Wolfratshaus ist hier noch nicht eingeflossen. Ich habe eine große Bitte an Sie, Herr Junghans, helfen Sie uns zu verhindern, dass diese Achse, diese grüne Achse zur Anlegestelle, dass die nicht verstopft wird. Die ist ganz, ganz dringend wichtig. Ich sage es mal, nochmal vielleicht ein bisschen vereinfacht. Frankfurt hat ein paar Trümpfe. Der eine Trumpf ist das Leben an der Oder. Verbaut euch den Zugang zur Oder nicht. Ich habe gesehen, dass es da Ideen gibt, hier zuzumachen. Es wäre mal wieder irgendwo eine halbe Kastration. Ich will Sie auch nicht langweilen mit all den Gedanken über Branchen, Warengruppen, Marktbefragungen, über alles, was Centers anbelangt. Tatsache ist, ein Drittel der Centers floppt. Und wenn wir da nicht vorsichtig sind und gut agieren, dann haben wir hier in Frankfurt mehr als ein Südring-Center, wo im Moment rumkrebst. Bei den Lenny-Passagen fängt es an, jetzt gerade schon. Also sehen Sie es bitte alle so. Wir wollen auch das, was wir beitragen können, dazu einbringen, dass diese Center wieder belebt werden. Weil erst mit dem, dass wir diese Konkurrenz zu dem von uns jetzt zu Bauenden, erst wenn wir diese Konkurrenz stärken, Konkurrenz belebt das Geschäft, erst dann wird Frankfurt zu dem, was es eigentlich mal war und wieder werden sollte, nämlich eine überregional wirkende Einkaufsstadt. Und das haben Sie eigentlich vorhin ja auch gesagt. Das waren Ihre Worte. Meine übrigens auch schon lange. Das war also unser Vorschlag am 16.05.2013. Sie sehen, wie lange wir da schon zugange sind.
Sie haben in der Zeit dann die ersten Überlegungen für die Sowitzer Straße angestellt und das war auch im Sommer 2013, also eine langgezogene, ovale Situation. Hier war noch ein Torgebäude, eine Verbindung von Ost-West-Verkehr und Nord-Süd-Gehen. Das sieht dann im Prinzip so aus, alles was blau ist, ist mit Bewegung und alles was so in das Braune reingeht, gibt Ruhe. Also wir kommen hier aus der großen Schornstraße hoch, wollen hier noch so ein bisschen eine Erweiterung machen, eine grüne Achse, die das alles dann begleitet und gleichzeitig so hinein in einen neu zu schaffenden Platz öffnet, der so eine halbe Position ruhig ist und aber trotzdem noch belebt, durchsonnt, Mittagssonne, Abendsonne. Etwas, was sicher funktioniert und dann kann es nach hinten in weitere ruhige, vielleicht auch Cafés weitergehen. Das war die erste Stufe des Interessenbekundungsverfahrens. Das hat dann räumlich so ausgesehen. Also hier ein Hotel, das alles, die Einzelhandelsflächen und oben drüber Büros respektive Wohnungen. Das war unser Vorschlag, könnte Wohnungswirtschaft und technische Werke sein und das ein altersgerechtes Wohnen und Ärztehaus. Das Ganze jetzt von Norden her gesehen, diesen kleinen Platz dominant mit dem Turm, der dann auch gleichzeitig so die Erschließung bildet, kommt man die große Schornstraße entlang und wird dann durch den entschleunigten Verkehr ermöglicht, über die Straße rüber zu gehen. Natürlich soll die Achse mal zunächst auf diesen kleinen Platz, aber dann auch hier entlang an den Bäumen weiter. Sie sehen die Mutation von dem Hotel, erst noch eine Torsituation, aber ein Tor ist etwas Ausschließendes, etwas Abschließendes, etwas, was bei Nacht vielleicht zugemacht wird. Das wollen wir natürlich eigentlich aus der Philosophie heraus der Polen nicht zumuten, sondern wir sagen, nein, eben kein Tor, sondern ein Scharnier. Etwas, was umlenkt, wenn ich vom Berg runterkomme und über die Karl-Marx-Straße drüber gehe, dann sehe ich das. Und wenn ich über die Brücke komme, dann sehe ich das auch. Eine Landmarke, irgendwas. Was aber auch eine gewisse Wichtigkeit hat. Und noch so eine Visualisierung, dass man das Ganze ein bisschen mal begreift. Also Sie sehen nochmal das Hotel, den Einzelhandel mit Büros, Wohnungen, das jetzt mal angedachte Wohnungswirtschaft, technische Werke und Altenwohnen, vielleicht noch ein Mehrzwecks. Wenn man sich das dann vorstellt, es gibt Bilder, die wir aus den 1920er Jahren im Internet gefunden haben. Diese Wirkung, eigentlich sehe ich die Kirche als Ziel schon vom Marktplatz aus. Das ist ganz wichtig, dass wir das durchgängig erhalten. Lassen wir uns das waren jetzt Versuche, diese Sachen schon gestalten zu wollen. Im Prinzip sehen Sie hier die Baufelder, so wie sie uns in der Ausschreibung gegeben wurden. Also das hier ist die Magistrale, die Schlubitzer Straße, die Brücke. Hier dieses Studentenwohnheim. Und ein bisschen wenig sieht man jetzt, was wir als Ansichten vorhaben. Ich kann es mal aber gleich erklären, das kommt noch. Wir wollen Tiefgaragen bauen, das ist also dieses Baufeld 1 und 2, 3 respektive 4.
es ist hier noch nicht alles ganz genau geklärt, wie es wird. Kann aber nicht sein. Die Abstimmung mit der Stadt hat mir eigentlich auch erst eingefallen. Das Erdgeschoss, Sie sehen hier also wieder die Flugopfer Straße, die Schornstraße, man geht hier drüber, hat den Platz, kann hier noch ein bisschen rein oder geht ansonsten die Schulstraße zum Hanseklub nach oben. Das Hotel, und das ist alles großflächiger Einzelhandel in irgendeiner Trennung, die jetzt noch nicht klar ist. Die grauen Flächen sind große Lufträume, damit diese beiden Geschosse zusammenwachsen, sonst hängt das obere Geschoss immer ab. Sie sehen hier schon die Andeutung der Grundrisse von Wohnungswirtschaft, technischen Werken respektive Altenwohnen. Und das zieht sich dann nach oben durch, während Sie hier sehen, 54 Wohnungen unterschiedlicher Größe. Das ist jetzt mal als Bürofläche dargestellt. Es können aber auch Wohnungen sein, wobei die sind dann sicher an einem Laubengang einhüftig, also gehen dann nur auf diese grüne Seite raus, denn sonst wird es hier zu wenig schön. Wir wollen im zweiten Obergeschoss dann im Hotel Konferenzmöglichkeiten anbieten und in dem weiteren Obergeschoss ein Restaurant. Hier wiederholen sich die Geschosse. Und nochmal eins drüber, sieht man, wie die Zimmer hier angeordnet sind. Wir haben heute 16 Zimmer, macht insgesamt 154 Zimmer, die wir hier vorschlagen im Vier-Sterne-Bereich. Eine klassische, ruhige Gliederung, städtebaulich so, dass es begreifbare Dimensionen sind, also keine irgendwie spinnende Gedanken, das brauchen wir hier nicht. Wir brauchen hier einen freundlichen, warmen Ausdruck, eine Sachlichkeit, wie wir sie zum Beispiel am Potsdamer Platz oder das an die anderen Gebäudeteile, das ist in Lyon, das sind vorgehängte Terrakotta-Platten, mit denen wir dann diese traditionelle Backsteinbauweise, die es hier gibt, in einer modernen Form aufnehmen wollen und weitertragen wollen. Und so könnte das dann aussehen. Sie haben einen Teil von den Bildern ja in der Zeitung schon gesehen. Das ist also, wir sind hier an der Schulstraße, das ist das Plätzchen. Hier sehen Sie, in unserer Wunschvorstellung fährt dann hier wieder eine Straßenbahn. Die große Schornstraße, die hierher kommt, die Verbindungsbrücke im Obergeschoss zwischen den beiden Einkaufsgebäuden, da guckt noch ein Stückchen von dem Hotel aus. Und das Ganze noch aus der anderen Seite betrachtet, also das ist die große Schornstraße, da gehen die Bäume rüber, da winkt die Kirche durch und der Platz, den man so ein bisschen ahnt. Wir wollen die Mieter, die Läden animieren, wenn es geht sogar verpflichten, den Straßenraum als Verkaufsraum mitzunutzen, dass der dann auch belebt wird, so gut das geht. Es geht ja nicht wie allen. Wir haben einen gewissen ehrgeizigen Terminplan. Ob der so einzuhalten ist, das muss ich jetzt erst einmal noch zeigen. Wir stehen ganz am Anfang, nämlich da bei der Zustimmung durch die Stadtverordneten. Und wir haben einen saftigen Weg vor uns. Ich gehe nicht davon aus, dass wir vor 2019 mit dem Bauen fertig sein sollten. Also es ist sicher für Frankfurt jetzt auch eine heftige Zeit, einerseits mit dem Verkehr und andererseits mit all dem, was das Bauen mit sich bringt, aber gleichzeitig auch natürlich eine Chance. Gehen Sie mal davon aus, was in dieser Zeit überhaupt an Bauleuten hier durchgeht, das ist dann heftig. Flächen und Kosten, ich gehe einfach durch die Baufelder geschwind durch auf die letzte Seite, auf die Zusammenfassung. Es sind nach dieser Berechnung, nach dieser Aufstellung runde 85 Millionen Euro, die wir investieren, so ist jetzt in der Zeitung auch drin gestanden. Dass wir da noch nur so weit wissen, wie wir es heute wissen können, ist auch klar. Die Planung ist nicht abgeschlossen, es ist jetzt einfach eine Schätzung über die Bruttogeschossfläche.
stadteigene Firmen. Es wurde viel diskutiert, wer wann wohin will. Warten wir es von uns ab, bis der Herr Töppe und der Herr Thiem von uns im Gespräch waren und bis die sich dann geäußert haben, was sie wollen. Die begleitenden Maßnahmen, da legen wir Wert auf, wenn wir wollen, wir miteinander, Sie als Stadt und wir als von außen kommende Berater, wenn wir wollen, dass Frankfurt wieder ein bisschen was wird, dann sind da eben eine ganze Reihe von Dingen nötig. Wir sind im Moment dabei, Logistikfirmen heranzubringen. Da haben wir natürlich ein bisschen gewartet, bis die Entscheidung heute gefällt wurde. Vielleicht im Rechenzentrum. Wir möchten aber natürlich auch helfen, dass zum Beispiel sowas wie das Südring Center wieder zum Laufen kommt. Wie, das muss man noch sehen. Wir haben noch eine ganze Reihe von anderen Sachen, aber unsere große Empfehlung ist, ich habe mit dem Dr. Wilke am Anfang Oktober in München einmal drüber gesprochen, seid so gut und bemüht euch um den Landesgartenschau. Der Zug ist jetzt für 2019 bereits raus. Das wäre eigentlich die Zeit gewesen, wo wir sagen, da sind wir fertig mit Bauen. Dann versucht es vielleicht auf 2020. Es bringt der Stadt unglaublich viel. Und ich hoffe, dass ich mit den Ausführungen Ihnen gezeigt habe, dass uns nicht nur unser Geldbeutel verlangt, sondern vor allem auch die Stadt am Herzen liegt. Vielen Dank. Danke.